Westafrika, im Regenwald der Elfenbeinküste. Das Jagdgebiet des Berliner Virenforschers Fabian Lehnwert. Er ist den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt auf der Spur. Wo verstecken sich die unsichtbaren Killer? Und wie können wir uns schützen? Der Mensch gegen die Mikroben. Ein Kampf, der an vielen Fronten gleichzeitig geführt wird. Und wir haben noch lange nicht gewonnen. Was geschieht, wenn ein tödliches Virus zu uns kommt? Wie eine deutsche Ärztin die schlimmste Seuche unserer Zeit bekämpft? Und wie Krankheitserreger zur Waffe werden können? Ist Fabian Lehnwert ein Abenteurer? Nein. Aber als Forscher muss er einfach dorthin gehen, wo er neues Wissen findet. Wir fahren in die letzten entlegenen Winkel der Welt, weil da verändern sich massiv Sachen. Das Klima hat sich verändert, der Wald wird abgeholzt und da verschieben sich halt Dinge. Und das ist das, was uns dann interessiert. Gemeinsam mit der Doktorandin Katrin Nowak will er Flughunde untersuchen. Die nachtaktiven Tiere sollen sich in diesem Netz verfangen. Es ist ein riskantes Unternehmen, denn Flughunde übertragen bedrohliche Viren. Ebola, HIV, SARS, sie alle stammen aus dem Regenwald. Von den Geschöpfen des Dschungels springen sie über auf den Menschen. Und niemand weiß, wie viele unbekannte Viren hier noch lauern. Schon die Insekten des Dschungels sind kaum erforscht. Die Welt der Mikroben ist so gut wie unbekannt. Wenn es dunkel wird, kommen die Flughunde. Sie sind die Wirtstiere für das gefährlichste Virus der Welt. Ebola. 1976 taucht es in Zentralafrika zum ersten Mal auf. Die Opfer verbluten von innen. Bis zu 90% der Erkrankten sterben binnen weniger Tage. Ihn und seine Artgenossen haben die Forscher im Visier. Viele Flughunde tragen das Ebola-Virus in sich, doch sie sterben nicht daran. Die Wissenschaftler vom Berliner Robert-Koch-Institut wollen das Blut des Tieres untersuchen. Einfache Masken und Handschuhe sollen sie vor den Todesviren schützen. Ein Hochsicherheitslabor gibt es nicht im Regenwald. Ebola und seine Verwandten bilden ständig neue Varianten. Werden sie frühzeitig entdeckt, so besteht die Chance zu warnen und vielleicht sogar Medikamente zu entwickeln. Wir haben kaum verstanden, was es für eine Biodiversität an Fröschen und Insekten gibt. Auf der Erregerebene hat noch gar keiner geschaut, systematisch. Das heißt, eigentlich fast alles, was wir hier finden, ist irgendwie neuartig oder ganz neu. Und die Kunst ist jetzt herauszufinden, herauszufiltern, welcher von diesen neuen Erregern hat wirklich eine Bedeutung und ein Potenzial für den Menschen.
Der erste Test. Eine Speichelprobe. So lassen sich schon viele Viren nachweisen. Das Wichtigste aber ist die Blutprobe, die Fabian Lehnderz in sein Labor in Berlin mitnehmen will. Es läuft genau wie bei uns Menschen. Nach der Blutspende gibt's eine Süßigkeit. Aber das Schönste ist die Rückkehr in die Freiheit. Das Camp der Forscher. Mitten im Regenwald nahe der Grenze zu Liberia. Hierher kommt Lehnderz mehrere Wochen pro Jahr, in denen er kaum Kontakt zu Frau und Kindern daheim hat. Es gibt keinen Empfang fürs Handy. Nicht einmal Strom. Und es ist ein gefährlicher Ort. Der Bürgerkrieg flackert immer wieder auf. Bewaffnete Banden ziehen umher. Also es ist unglaublich anstrengend und aufwendig, in solchen Gegenden zu arbeiten. Aber es lohnt sich halt. Ich denke, das sind genau die Orte, wo etwas passiert. Und genau hier müssen wir halt hin. Also insofern ist es das wert. Mehr als die Hälfte aller neuen Infektionskrankheiten stammt aus dem Tierreich. Doch wie springen die Erreger auf den Menschen über? Fabian Lehnderz sucht nach Affen im Dschungel. Keine andere Tierart ist uns genetisch so nah. Viele Krankheiten der Affen landen früher oder später beim Menschen. Schon deshalb, weil die Einheimischen Affenfleisch als Delikatesse betrachten. Affen wiederum fressen die gleichen Früchte wie Flughunde. Häufig klebt an diesen Früchten infizierter Speichel von Flughunden. So einfach kann ein Virus aus dem Regenwald zum Menschen gelangen. Während ihrer Mittagsruhe kann Fabian Lehnderz die Tiere aus der Nähe beobachten. Zeigen sie Anzeichen von Krankheiten? Diese Mangaben sind Experten wohl bekannt. Die meisten von ihnen tragen SIV2, eine Variante des AIDS-Virus, in sich. Lehnderz nimmt eine Kotprobe. Er konnte nachweisen, genau hier ist diese Form von Affen-AIDS zum ersten Mal auf den Menschen übergesprungen. Seit 12 Jahren beobachtet Lehnderz die Wildtiere. Er weiß genau, welche Erreger derzeit bei den Affen zirkulieren. Wertvolles Wissen. Auch für uns in Europa. Es könnte dabei helfen, die Viren aus dem Busch unter Kontrolle zu halten. Sagen wir, es gäbe eine Ebola-Epidemie, die Tiere sterben, dann würden wir das auch erst sehen. Das wäre ein schönes Frühwarnsystem für uns, dass wir sagen können, in der Gegend gibt es Ebola. Leute, passt auf, wenn ihr im Wald jagen geht. Ja. Und dann kann man natürlich über Maßnahmen nachdenken, wie man versuchen kann, so eine Epidemie aufzuhalten. Der Schädel eines Schimpansen. Fabian Lehnderz hat ihn im Wald gefunden. Gelegenheit, eine Probe zu nehmen. Auch in toten Tieren lassen sich verdächtige Erreger nachweisen. Der Forscher ist sich sicher, an Ebola und anderen Killerviren sterben viel mehr Menschen als bekannt wird, weil die Einheimischen die Symptome nicht erkennen. Jederzeit kann es wieder zu einer ähnlichen Katastrophe kommen wie bei AIDS. Eine Seuche aus dem Regenwald verbreitet sich rund um den Globus und tötet Millionen Menschen. Dabei schien die Geschichte der Seuchen schon zu Ende zu sein.
Der Zweite Weltkrieg ist vorüber. Ein Wundermittel gegen Infektionen geht in die Massenproduktion. Eine der größten und modernsten Penicillinanlagen Europas wurde in Betrieb genommen, um das moderne Heilmittel gegen Seuchen und Tod in größtem Stile zu erzeugen. Gleich mehrere Klassen von Antibiotika werden entwickelt. Krank werden durch Bakterien? Damit soll Schluss sein. Ein für alle Mal. Dank Antibiotika und Massenimpfungen. Die Betroffenen reagieren sehr unterschiedlich auf die stichhaltige Aktion. Viele glauben damals, dass Bakterien und Viren auf Dauer keine Chance mehr haben gegen den Menschen. Vor nur 25 Jahren gab es kein Penicillin und keine Polioimpfung. Wir haben den größten Fortschritt der Medizingeschichte erlebt. The greatest advance in the history of medicine has taken place. Die neuen Mittel scheinen eine Seuche nach der anderen zu besiegen. Viele denken, das Buch der Infektionskrankheiten könne bald geschlossen werden. Niemand sieht voraus, was dann geschieht. Neue, unbekannte Erreger tauchen auf, so wie Ebola oder HIV. Und altbekannte Seuchen wie Malaria oder die Tuberkulose kehren zurück. Seit Jahrmillionen beherrschen Mikroben die Welt. Ihre Herrschaft ist noch lange nicht vorbei. Sogar vermeintlich ausgestorbene Killer kehren aus der Vergangenheit zurück. Sie sucht nach dem Erreger der Pest. Barbara Bramanti. Anthropologin an der Uni Mainz. In Andernach am Rhein hofft sie, fündig zu werden. Es ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Archäologen graben hier Relikte aus zwei Jahrtausenden aus. Darunter auch menschliche Gebeine. Vor allem für diese interessiert sich die Forscherin. Das Grab eines Pesttoten. Barbara Bramanti fahndet nach dem Erbgut des Pestbakteriums. Im Zahnmark wird sie häufig fündig. Auf welchen Wegen breitete sich der schwarze Tod aus? Das ist das Rätsel, das sie lösen will. Mitte des 14. Jahrhunderts tötet die Pest ein Drittel der Bevölkerung Europas. Warum sie krank werden, wissen die Menschen nicht. Es gibt weder Vorsorge noch Heilung. Barbara Bramanti und ihre Kollegen konnten beweisen, die Menschen starben an Pestbakterien, wie sie noch heute in ganz ähnlicher Form existieren. Es ist eine spannende und nützliche Forschungsarbeit. Doch sie birgt auch eine Gefahr. Das gewonnene Wissen könnte missbraucht werden, zum Beispiel von Terroristen. Mit dem Pestbakterium ließe sich durchaus eine biologische Waffe bauen. Man könnte sie zum Beispiel mit einem Zerstäuber versprühen, ähnlich wie ein Pflanzenschutzmittel. Damit kann man viele Menschen gleichzeitig treffen. Das würde sehr schnell zu einer Epidemie führen. Was lässt sich gegen Waffen aus Viren und Bakterien ausrichten? Im niedersächsischen Munster befasst sich damit die Bundeswehr. Die Soldaten sind spezialisiert auf das Aufspüren von atomaren, chemischen und biologischen Gefahren. Der Roboter Theodor. Entwickelt eigentlich nur als Spürnase für Sprengfallen. Doch inzwischen kann er viel mehr. Ein illegales Labor wurde entdeckt.
Theodor soll herausfinden, ob Terroristen dort biologische oder chemische Waffen hergestellt haben. Regelmäßig trainiert der Spezialtrupp Fälle wie diesen. Mit seinen 5 Kameras erkundet Theodor die Lage. Experten vermuten, dass es solche Geheimlabore tatsächlich gibt. Ob von Al-Qaida oder anderen. Biowaffen sind keine Science-Fiction mehr. Der Anschlag mit Anthrax in den USA 2001 ließ die Welt erschrecken. Der Roboter Theodor entdeckt verdächtiges weißes Pulver. Seine Kameras übertragen das Bild in den Gefechtsstand. Von dort schickt Hauptmann Steven Herrmann das Erkundungsteam los. Alpha, hier Sitra, komm. Alpha hört. Gehen jetzt weiter in den weiteren Komplex des Gebäudes rein. Weiter nach links. Wir sind jetzt im Komplex Bravo des vermutlichen Labors angekommen. Die Soldaten sollen prüfen, was Theodor entdeckt hat. Wir haben Händel-Testkits mit der Aufschrift Anthrax. Wir haben einen Schrank. Können Sie den mal öffnen, bitte? Weltweit gibt es immer mehr Wissenschaftler, die mit solchen Substanzen arbeiten und forschen. Damit steigt auch das Risiko, dass ihr Wissen in falsche Hände gerät. Auch in dieser befinden sich Ebbys mit einer weißen Flüssigkeit. Alpha verstanden. Die Bundeswehr soll auf alles vorbereitet sein. Das große Risiko eines Biowaffenanschlags liegt darin, dass die Menschen nicht wissen, was sie bedroht, dass sie es nicht sehen können, sie können es nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken. Und auch der Anschlagsort als solches ist nicht bekannt. Und das erzeugt natürlich einen sehr, sehr großen psychologischen Effekt, der dann eventuell zu Massenpaniken führt, die ungeahnte Ausmaße hätten. Welche Gefahren birgt das Geheimlabor? Der Hauptmann will Proben nehmen lassen. Für diese Arbeit gibt es in Deutschland nur eine Handvoll Spezialisten. Die Viren und Bakterien in dieser Übung sind echt, aber deaktiviert. Mit welchen Erregern die Bundeswehr trainiert, bleibt ein Geheimnis. Terroristen sollen nicht erfahren, welche davon sich als Biowaffe eignen. Nur bei Anthrax wäre Geheimhaltung sinnlos. Seine Waffentauglichkeit ist seit Jahrzehnten bekannt. Zeig dir das Ergebnis nochmal. Kommen. Auch die anschließende Dekontamination nehmen die Soldaten ernst. Sie trainieren vor allem für Auslandseinsätze. Doch wenn in Deutschland der Ernstfall eintritt, wird man sie wohl rufen. Denn dank ihrer Ausbildung und Ausrüstung gilt die deutsche ABC-Truppe als eine der besten weltweit. Waffen aus Viren und Bakterien gibt es schon seit Jahrzehnten. Diese Soldaten wissen, wie man sich davor schützt. Hoffentlich wird ihr Wissen nie gebraucht. Aber was wäre, wenn doch? Berlin, das Regierungsviertel, ein besonders gefährdeter Bereich. In der Vergangenheit wurden schon mehrfach Anschläge auf U-Bahn-Systeme verübt. Ist so etwas auch bei uns möglich? Die Berliner Verkehrsbetriebe wissen um diese Gefahr. Sie versuchen, das Undenkbare zu denken und sich vorzubereiten. Milzbrandbakterien. Wie würde sich der feine Staub in Tunneln und Bahnhöfen verteilen?
Andreas Pflitsch, Höhlenklimatologe, simuliert das mit einer Nebelmaschine. Solche Experimente macht er weltweit. U-Bahn-Betreiber wissen, Mikroben oder Chemikalien sind hier unten besonders tückisch. Die Ausbreitung oder die Vermischung giftiger oder schädlicher Substanzen ist natürlich auch herabgesetzt. Das heißt, die Konzentration bleibt länger erhalten. Wir haben keinen Aufsteigen in höhere Atmosphärenschichten und so weiter. Also es gibt schon einige Gründe dafür, die die U-Bahn als günstiges Ziel erscheinen lassen. Pflitsch und sein Team experimentieren eine ganze Nacht lang. Wie schnell verflüchtigt sich ein Gas in der U-Bahn? Wohin zieht die Luft? Das wollen sie herausfinden, um im Ernstfall Menschenleben retten zu können. Denn das ist das eigentliche Ziel der Arbeit. Die Fahrgäste sollen wissen, wohin sie fliehen können, wenn es tatsächlich zu einem Anschlag kommt. Das Szenario? Ein Terrorangriff mit Anthrax-Spuren. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe schlägt Alarm. Wie reagieren die Fahrgäste? Wohin flüchten sie? Ein Test mit Studenten. Schilder leiten sie zur Rolltreppe. Ein Fehler. Egal, ob Sie in Tokio sind, ob Sie in New York sind oder München, es wird immer an die Oberfläche geleitet, egal wie die wirkliche Situation ist. Der Mensch will an die Oberfläche, der Mensch will ans Licht. Das ist aber nicht immer der günstigste Weg. Denn der Nebel aus Sporen steigt nach oben. Im Tunnel ist die Luft rein. Ideal wäre ein flexibles Fluchtsystem. Je nach Gefahr ein anderer Fluchtweg. Die Furcht vor Biowaffen, die Furcht vor Seuchen, wann ist sie berechtigt, wann übertrieben? Beispiel EHEC 2011. Zuerst vermutet man den Killerkeim auf Gurken, Tomaten oder Salat. Gemüse für viele Millionen Euro landet im Müll. Der Geheimdienst ermittelt. Man fürchtet einen Bioterroranschlag. Dann wird klar, schuld sind Sprossensamen aus Ägypten. Die Bilanz, 54 Tote. Umfragen zufolge hat die Hälfte der Deutschen während der Epidemie ihre Ernährung umgestellt und auf frisches Gemüse weitgehend verzichtet. Beispiel Schweinegrippe 2009. Ein Virus aus Mexiko löst eine weltweite Epidemie aus. Mit Hochdruck wird ein Impfstoff entwickelt. Niemand weiß, ob das Virus noch mutieren wird. Doch zumindest in Deutschland verläuft die Schweinegrippe glimpflich. Als der Impfstoff bereitsteht, will ihn keiner mehr haben. Die Bilanz? 250 Tote. An der ordinären Wintergrippe sterben in Deutschland jährlich rund 10.000 Menschen. Beispiel Vogelgrippe seit 2006. Als in Deutschland Wildvögel mit dem Virus H5N1 auftauchen, ist die Panik groß. Schlagzeilen vom angeblichen Supervirus sorgen für Angst und Schrecken. Aber die Zahl der Erkrankten bleibt zum Glück begrenzt. Weltweit starben bislang 349 Menschen an der Vogelgrippe. Keiner davon in Europa. Beispiel Rinderwahnsinn, Ende der 90er Jahre. Das Virus trifft vor allem England. Der Verzehr von infiziertem Fleisch könne beim Menschen die tödliche Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auslösen, so der Verdacht. Die Deutschen haben Angst. Ihr Fleischkonsum halbiert sich. Übertriebene Vorsicht? In Deutschland wird kein einziger Fall der neuen Creutzfeldt-Jakob-Variante nachgewiesen. Dieser Mann weiß, wovor wir uns wirklich fürchten sollten. Ralf Mütterlein,
ärztlicher Leiter einer einzigartigen Einrichtung, der geschlossenen Lungenklinik im oberpfälzischen Parsberg. Alle Patienten hier haben Tuberkulose und alle werden zwangsbehandelt, weil sie Medikamente verweigert oder sich gegen die Behandlung gewehrt haben. Das deutsche Infektionsschutzgesetz erlaubt solche Zwangsbehandlungen nach richterlichem Beschluss. Vor 50 Jahren hatten Experten vorausgesagt, die Tuberkulose werde bald Geschichte sein. Doch sie ist wieder da. Mit aggressiven Bakterienstämmen aus Osteuropa gegen die herkömmliche Antibiotika nicht mehr helfen. Viele Patienten müssen jahrelang in Parsberg bleiben. Gefangen, um gesund zu werden. Und damit sie niemanden anstecken können. Die Tuberkulose ist deswegen so gefährlich, weil die Menschen sie nicht merken. Sie tut nicht weh. Dieser vielgerühmte Husten, der immer in den Filmen gezeigt wird, kommt erst sehr spät, in einem sehr späten Stadium der Tuberkulose. Und hier auch wieder länderspezifisch, in den Industrienationen denkt keiner mehr dran. Die Diagnose kommt zu spät. Viele der Patienten haben Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen. Der Arzt muss ihnen auch menschliche Wärme geben, die viele kaum kennen. Ahmed ist nicht mehr ansteckend. Er bittet um Heimaturlaub. Mein Vater ist sehr krank. Geht auch so, wenn ich zu Hause gehe, ich nehme mit Tablette. Dann müssen wir Ihnen ein Rezept schreiben. Dass Sie, und wie lange wollen Sie zu Hause bleiben? So, auf jeden Fall ist richtig krank. Ja. Und mindestens einen Monat. Ja, okay. Schreiben wir Ihnen auf. Ja. Hoffentlich geht alles gut, oder? Alles klar, ja. Sind Sie recht traurig, oder? Mit Papa, oder? Ja. So sehr seine Schützlinge ihren Arzt schätzen, viele von ihnen empfinden die Klinik als Gefängnis. Eins für Bakterien und Menschen. Die Patienten möchten raus. Und manche haben so einen dringenden Wunsch, raus zu wollen, dass sie dann auch mal nachts verschwinden über die Zäune oder über die Stacheldrähte und sich dann irgendwohin ins Niemandsland verflüchtigen, wo sie nicht mehr kontrolliert werden können. Und das wäre einfach gefährlich. Viele Patienten hier leiden an einer multiresistenten Tuberkulose. Sie benötigen kostspielige Superantibiotika und Zuwendung. Also für mich als Mensch lohnt sich der Aufwand für den Betroffenen. Die meisten Betroffenen sind nicht aus eigener Schuld in diese Situation gekommen. In Deutschland sterben jährlich etwa 160 Menschen an Tuberkulose. Doch die Krankheit ist bei uns unter Kontrolle. Auch dank der Arbeit von Ralf Mütterlein. Anders sieht das bei neuen, unbekannten Krankheitserregern aus. Sie können sehr plötzlich auftauchen und uns alle überraschen. Unser Lebensstil macht es ihnen leicht. Der Flugverkehr wächst und wächst. Flughäfen sind Drehkreuze für Menschen, Waren und Seuchen. So kam zum Beispiel der SARS-Erreger nach Deutschland mit einem Flieger aus Singapur. Es kann wieder passieren, täglich. Und es kann schlimmer werden als SARS. Wenn ein aggressives Grippevirus Deutschland heimsucht, wenn Millionen Menschen krank werden, wenn es kein Bett im Krankenhaus und keinen Impfstoff mehr gibt, was dann? Der Ernstfall ist da. Ein aggressives Virus aus Asien. Die Krankenhäuser sind schon überfüllt. Das Rote Kreuz baut gemeinsam mit dem THW ein Behelfskrankenhaus auf. Und
eine provisorische Impfstation. Regelmäßig trainieren Nothelfer in Deutschland diesen Katastrophenfall. So wie hier, im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale. Mit hunderten Beteiligten. Das Grippevirus ist extrem ansteckend. Die Helfer müssen sich schützen. Massenimpfungen laufen an. Von weit her kommen Menschen, um sich impfen zu lassen. Der Impfstoff geht langsam zur Neige. Das gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern in Bonn. Im Katastrophenfall koordiniert dieser Krisenstab die Arbeit der Behörden. Die Experten müssen mit unglaublichen Zahlen arbeiten. An einem unbekannten Virus könnte im Extremfall jeder dritte Deutsche erkranken. Können Sie mir mal einen kurzen Lageüberblick geben? Ja, wir können deutlich sehen, dass es zu einer Lageverschlechterung gekommen ist. Wir sehen, dass die Krankenhäuser vor allem in diesen Ballungsgebieten wirklich am Limit sind. Die Versorgungslage der Bevölkerung ist problematisch und das hat Einfluss auf die gesamten, auf alle Bereiche im Leben, des öffentlichen Lebens. Arbeitsleben, Schulen, Warenverkehr. Unser Alltag könnte schneller zum Erliegen kommen, als wir denken. Natürlich werden auch Lokführer krank, Busfahrer werden krank, Kindergärtnerinnen, Lehrer und Lehrerinnen werden krank. Das heißt, die Menschen können gar nicht zur Arbeit kommen oder andere müssen ihre Kinder zu Hause betreuen. Also die Zahl der Kranken allein ist nicht aussagekräftig, sondern wir müssen immer die dazu zählen, die nicht mehr am Arbeitsplatz in ihrer Funktion tätig sind. In Bad Neustadt beginnt der Ansturm auf die Impfstelle. Viele zeigen schon Anzeichen einer Infektion. Sie werden sofort isoliert. Experten sagen, eine solche Epidemie wird kommen. Nur wann, weiß niemand. Nach einer Umfrage von ZDF Zeit glauben 60% der Befragten, dass Deutschland gut vorbereitet ist für den Fall der Fälle. Kostspielige Übungen wie diese leisten sich nur die reichen Industrieländer. Aber sie machen Sinn. Denn die Geschichte zeigt, eine Grippewelle kann verheerende Folgen haben. 1918. Der Erste Weltkrieg geht gerade zu Ende. In mehreren Wellen zieht die sogenannte spanische Grippe um den Globus. Sie tötet nach Schätzungen zwischen 25 und 50 Millionen Menschen. Das sind mindestens doppelt so viele Opfer wie im gesamten Ersten Weltkrieg. Würden die Bad Neustädter auch bei einer echten Epidemie mit vielen Grippetoten so besonnen bleiben? Oder käme es zu Panik? Experten versuchen das vorauszuberechnen. Durch das Studium aktueller Katastrophenfälle, etwa den Wirbelsturm Katrina in den USA. Wir gucken uns natürlich solche Ereignisse in anderen Ländern an. Katrina war so ein Beispiel. Es hat dort ja im Einzelfall Plünderungen gegeben. Aber wir, nach dem, was wir wissen, nach dem, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben, müssen davon ausgehen, dass auch in einer solchen sehr belastenden Situation die Bevölkerung ruhig, verantwortlich und gelassen bleibt. Vielleicht bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Denn ein neuartiges Grippevirus, das etwa aus Asien käme, könnte unser Land regelrecht lahmlegen. Der Bahn- und Busverkehr kommt zum Erliegen. Schon wegen der Ansteckungsgefahr. Die Müllabfuhr arbeitet nicht mehr. Öffentliche Veranstaltungen fallen aus. Viele Geschäfte machen zu. Der Ansturm auf die provisorische Impfstelle wird stärker. Polizei und Feuerwehr versuchen, ein Verkehrschaos zu verhindern. Was ist denn da los? Fahren Sie bitte
bitte weiter. Wir haben hier die gefährliche Grippewelle. Hier ist gesperrt. Fahren Sie bitte weiter. Ja, fahren Sie bitte weiter. Das Rote Kreuz setzt einen Mini-Hubschrauber ein. Gibt es irgendwo ein gefährliches Gedränge? Das Kameraauge sieht es. Hände waschen vor der Impfung. Nichts anderes schützt so erfolgreich vor Krankheitserregern. Wer wird zuerst geimpft? Dafür haben die Bundesländer genaue Regeln. Der normale Bürger muss sich erst mal hinten anstellen. Das ist eine politische Entscheidung, die natürlich darauf abstellt, welche Bevölkerungsgruppe, welche Berufsgruppe ist besonders relevant. Ärzte, Krankenhauspersonal, aber natürlich auch Angehörige von Sicherheitsbehörden, die natürlich auch dafür sorgen müssen, dass das gesellschaftliche Leben weiter funktioniert. Das alles gehört zum nationalen Pandemieplan. Er ist der Leitfaden für Gesundheitsbeamte, Katastrophenschutz und Verkehrsbetriebe. Muss zum Beispiel ein Mundschutz getragen werden? Für Bad Neustadt entscheidet darüber das Bundesland Bayern. Denn Gesundheit bleibt auch im Katastrophenfall Ländersache. Ich mache kurz einen Rachenabstrich. Die Übung läuft glatt. Zu glatt. Die Helfer vom Roten Kreuz müssen auch lernen, mit Stress umzugehen. Wie sagt man es den Menschen, wenn sie vergeblich warten mussten? Impfung ist alle. Angst und Panik. Das fürchten die Helfer am meisten. Es ist der Moment, in dem kein Lehrbuch mehr hilft. Okay, die nächste Lieferung soll in 1-2 Stunden kommen. Haben Sie bitte Geduld. Eine Grippewelle könnte uns schwer zu schaffen machen. Doch von den weltweit schlimmsten Seuchen ist Deutschland kaum betroffen. An Malaria sterben jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen. An Tuberkulose 1,7 Millionen. An AIDS rund 1,8 Millionen. Noch immer. Jahr für Jahr. Der Matare-Slum in Nairobi. Barbara Hünten-Kirsch auf dem Weg zu ihren Patienten. Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin Rose hilft die deutsche Ärztin da, wo die Geißel AIDS am schlimmsten wütet. Jeder siebte Mensch im Slum trägt das HIV-Virus in sich. Die kleine Sandra hat ein schweres Erbe in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Mutter hat HIV. Barbara Hünten-Kirsch tut alles, damit sich das Virus nicht auf das Baby überträgt. Entscheidend für Mutter und Kind sind virenhemmende Medikamente. Das Baby bekommt sie während der Stillzeit. Seine Mutter ein Leben lang. Seit 2 Jahren weiß sie von ihrer Infektion. Die Sozialarbeiterin zählt die Tabletten sorgfältig. Wenn die junge Mutter alles richtig macht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Kind infiziert, erheblich. Von 40 auf unter 10%. Nachdem sie durch diesen ersten Schock gegangen ist, hat sie sich eigentlich entschlossen, es gibt also auch ein Leben nach der Diagnosestellung und sie will dieses Leben leben und sie will es positiv leben. Sie will erstens für ihre Kinder da sein, das heißt, sie will auch nach sich selber gucken und zum Zweiten möchte sie natürlich auch, dass es ihren Kindern gut geht und dass die halt auch nicht infiziert bleiben. Im Slum von Matare lebt eine 250.000 Menschen. Tausende Kinder sind AIDS-Waisen. Und das Virus verbreitet sich immer noch. Schuld daran ist auch die Armut. Prostitution und Drogenmissbrauch sind weit verbreitet. Im Wartezimmer der deutschen Ärzte für die Dritte Welt. Ein Vortrag.
Wie schütze ich mich vor HIV? Sprechstunde bei Barbara Hünten-Kirsch. Ihre Patientin heißt Rhoda. Und Lala Kwakitanda? Sie ist schwanger. Ob sie das AIDS-Virus in sich trägt, weiß Rhoda nicht. Aber sie sorgt sich um ihre Kinder, vor allem um das Ungeborene. Schon mal. Deshalb will sie heute einen HIV-Test machen. Barbara Hünten-Kirsch leitet diese Klinik. Neben ihr sind immer 5 weitere Ärzte aus Deutschland hier. Jeder von ihnen bleibt 6 Wochen, ohne Bezahlung. Das Wartezimmer ist voll. Aber viele Patienten lassen sich insgeheim zusätzlich von einem Schamanen behandeln. Was wir immer mal wieder erleben, ist, dass Patienten, die dann von so traditionellen Heilern kommen, dann zu uns kommen und sagen, ich bin jetzt geheilt worden, macht noch mal einen HIV-Test. Das machen wir natürlich auch, um denen dann zu zeigen, dass sie eben doch nicht geheilt sind. Aber diese Parallelmedizin, die existiert und ist auch ein ganz großes Problem. Auch das Labor ist voll ausgelastet. Täglich wird das Blut von mehr als 50 Patienten auf HIV-Viren untersucht. Heute ist auch die Probe der schwangeren Rhoda darunter. Die junge Frau hat Angst. Wäre sie positiv, würde ihr Mann sie verlassen, sagt sie uns. Der entscheidende Moment. Kein HIV. Rhodas Erleichterung ist grenzenlos. Die Diagnose HIV ist heute kein Todesurteil mehr, aber eine schwere Belastung für den ganzen Rest eines Lebens. Und auch das gehört zum Hilfsangebot der deutschen Ärzte. Kostenloses Mittagessen für die Ärmsten. Mehr als 200 Menschen kommen täglich hierher. Viele von ihnen haben AIDS. Die nährstoffreiche Kost hilft ihren Körpern im Kampf gegen die Krankheit. Wer etwas im Magen hat, verträgt Medikamente besser. Das gilt vor allem für Kinder. Viel zu viele müssen mit dem Virus im Körper groß werden. Am Rande des Slums liegt die Unterkunft der deutschen Ärzte. Barbara Hünten-Kirsch ist als einzige von ihnen für längere Zeit hier. So, heiß und fettig hier. Sie hat eine neue Herausforderung gesucht in ihrem Leben. Jetzt ist mein Sohn groß und dann bin ich jetzt auch noch mal frei, auch jetzt gerade so mit 50 Jahren, auch noch mal was anderes anzufangen. 50 Jahre ist ja auch ein bisschen Einschnitt so im Leben, denke ich mal. Man hat dann so schon so das Gefühl, die erste Lebenshälfte ist wirklich gelebt. Und das, da ist noch mal Zeit, was Neues zu machen, was anderes zu machen. Verdienter Feierabend nach einem harten Tag. Die Ärzte sehen ihre Arbeit hier pragmatisch. Krankheitserreger haben die Menschheit seit jeher begleitet, sagen sie. Wahrscheinlich sind die Seuchen unbesiegbar. Aber wir Menschen sind es bislang auch.